Die aktuelle Einheit im Kontext von XSLT beschäftigt sich jetzt mit weitergehenden Möglichkeiten, ein XSLT-Programm zu organisieren. Wir gehen dann also von dem Pull-Prinzip zum Push-Prinzip über. Zunächst mal die Folien. Die Erweiterung besteht darin, dass wir jetzt nicht nur ein Template haben, sondern mehrere, die miteinander kooperieren, um ein Eingabedokument in eine Ausgabe zu überführen. Ein XSLT-Programm kann damit dann betrachtet werden als eine Sammlung von Templates, die dann spezialisierte Attribute Match haben. In dem Pull-Prinzip, da hatten wir ja nur ein einziges Template mit dem Attribut Match gleich Slash. Und jetzt werden wir Templates haben für verschiedene Arten von Knoten in dem Eingabedokument, die dann also über XPath-Ausdrücke angeben, für was sie zuständig sind. Und jedes Template gibt dann sozusagen ein partielles Ergebnis für die Ausgabe an, einige Dinge, die es selber festlegt, durch Literal Result Elements zum Beispiel, und andere, wo es dann das Ausfüllen an weitere Templates delegiert. Und deswegen reden wir dann auch von einem Ergebnis-Sklett, weil manche Dinge ausgefüllt sind und andere noch fehlen. Die Freistellen in diesem Ergebnis-Sklett kann man dann entweder füllen durch das XSL-Value-Of, das wir schon kennengelernt haben, oder man kann es auch dynamisch füllen durch den rekursiven Aufruf weiterer Templates. Und dafür gibt man dann an, für welche Elemente möchte man jetzt weitere Templates aufrufen. In der Regel sind das die Kind-Elemente von dem betrachteten Element, das gerade transformiert wird, aber man kann das auch allgemeiner machen. Und diese Bearbeitung kann man dann auch abhängig machen von Bedingungen oder Einbetten in Schleifen für Wiederholungen, so wie wir das bei dem Pull-Prinzip mit dem einzigen Template ja auch schon gesehen haben. Also das, was jetzt neu ist, ist, dass man diesen Aufruf weiterer Templates startet durch das Kommando XSL Apply Templates. Was dann passiert, werde ich jetzt erstmal an Beispielen erläutern. Das werden wir dann in der nächsten Einheit dann unter der Überschrift Prozessmodell, aber auch noch systematischer angucken. Okay, also das XSL Apply Templates, das gibt dann an über einen XPath-Ausdruck Select, welche Elemente als nächstes bearbeitet werden sollen. Der XSLT-Prozessor sucht dann für diese Elemente nach passenden Templates gemäß deren Match-Attribut und führt dann dieses Template für jedes der selektierten Elemente aus. So, das ist jetzt zugegebenermaßen ein bisschen abstrakt formuliert. Wie gesagt, ich werde es dann noch mal ganz systematisch erklären mit dem Prozessmodell, aber wir werden das jetzt erstmal am Beispiel angucken und dann wird hoffentlich ja auch schon ein bisschen mehr klar. Das Beispiel ist jetzt auch wieder unser Shakespeare-Szenario. Und da wollen wir jetzt ein solches Drama wie zum Beispiel Hamlet ein bisschen reduziert darstellen. Also wir wollen so eine Art Zusammenfassung mit den wichtigsten Elementen
uns vornehmen. Und da ist es so, dass man praktisch für jedes Element, was in der Eingabe vorkommt, ein eigenes Template definiert, das dann sagt, was soll mit diesem Element passieren, spezifisch für dieses Element, und das dann andere Templates aufruft. Ja? Also das Template für Play zum Beispiel, das soll dieses Element umbenennen, von der Großschreibung in die Kleinschreibung, und dann weiter an die Kindelemente delegieren, was denn dann für die passieren soll durch den Aufruf von XSL Apply Templates. Das heißt also, dieses Template für Play sagt nicht für sich selber und für alle Unterelemente, was es tun soll, sondern macht sozusagen gekapselt nur den Teil, der für dieses Element selber spezifisch ist, und delegiert dann an die anderen Regeln alles Weitere. Und da kann dann zum Beispiel vorkommen, das ist jetzt nur partiell, dass man bestimmte Elemente gar nicht haben will. Ich hatte ja gesagt, man will so eine Art Abstract oder Übersicht haben über die Dinge, die jetzt hier in diesem Drama vorkommen. Und wir wollen dann zum Beispiel die Speech-Elemente nicht in die Ausgabe übernehmen. Und das können wir dann dadurch ausdrücken, dass wir sagen, okay, so ein Speech-Element, das Template hat halt gar keinen Inhalt, da passiert eben nichts, da wird nichts nach außen gegeben. So, und wie diese Templates dann zusammen agieren, interagieren, das wird dann jeweils durch die XSL Apply Template Aufrufe in einem einzelnen Template gesteuert. Ja? Also es geht damit los für das Wurzelelement, das erstmal nichts Besonderes nach außen gegeben wird, sondern dass nur die Kindelemente aufgerufen werden, für die Templates gesucht werden, mithilfe dieses XSL Apply Templates. Dann gibt es eben für alle Kindelemente, oder ich übertreibe das jetzt ein bisschen, es gibt da noch Abkürzungsmöglichkeiten, aber im Prinzip für die Kindelemente Regeln. Das erste Kindelement ist Play, das hat eine explizite Regel, und dann gibt es eben für manche Kindelemente oder für manche Elemente, die aufgerufen werden, ähnliche Regeln, dass etwas konvertiert wird oder dass etwas unterdrückt wird oder dass auch etwas umformuliert wird. Ja? Und das werde ich jetzt hier an diesem Filterbeispiel von dieser Hamlet-Anwendung direkt zeigen. So, vielleicht gucken wir uns das nochmal an, wie das Eingabedokument aussieht. Da haben wir dieses Play und Title und dann irgendwelche Prolog-Sachen. Dann die Personen mit noch Untergruppierungen und auch noch Beschreibungen dieser Untergruppierungen. Und da können wir schon mal gucken, was ist denn das, was hinterher rauskommen will? Was will ich denn als Ergebnis haben? Das ist jetzt hier, da sieht man, das Play soll kleingeschrieben sein. Wir haben das Title von der Eingabe hier übernommen, offenbar. Aber dann diesen ganzen anderen Crush mit diesem Prolog, den haben wir rausgelöscht. Und diese Person-Nähe-Section, die ist auch vereinfacht. Da haben wir nur die einzelnen Person-Nah-Elemente ohne die Gruppierung und auch ohne den Title. Und dann haben wir danach Dinge für die eigentlichen Akte. Wie geht das hier in der Eingabe weiter? Da steht nochmal Zeug, was wir nicht haben wollen. Und dann haben wir die Akte. Und die Akte sind jetzt so strukturiert, ich habe das hier mal eingeklappt, damit man die Struktur schon besser erkennen kann, dass ein Titles-Element da ist und dann die einzelnen Szenen, die auch wieder Title-Elemente haben und dann eben die einzelnen Reden und Szenenbeschreibungen und weiteres. So, und was wollen wir jetzt hier haben? Wir wollen das Act-Element haben, kleingeschrieben jetzt auch wieder. Dann wollen wir das Title haben
Und dann wollen wir die einzelnen Szenen haben, aber in abgekürzter Form, nur jeweils mit deren Titel, aber dann eingebettet in einen Szenencontainer. Ja, also das ist jetzt hier die Übersicht, die wir haben wollen. Wir haben dann also die einzelnen Akte noch da. Und für jeden Akt zum Beispiel, lassen wir den mal stehen, haben wir die Überschrift, Titel und dann die einzelnen Szenen mit ihren Titeln, wobei diese Szenen aber in einen neuen Container-Element in die Scenes eingebettet sind. So, das ist jetzt die Transformation, die wir jetzt ausdrücken wollen, dadurch möglichst, dass wir möglichst dünne Regeln formulieren, möglichst dünne Templates, die nur für einzelne Elemente, Elementtypen sagen, was passieren soll und dann andere Regeln dazu hernehmen, um die weitere Transformation zu definieren. Ja? Also hier habe ich in diesem XSLT-Programm aufgeschrieben, was soll denn eigentlich rauskommen. Das haben wir uns am Beispiel jetzt schon angeguckt. Wir wollen also eine gefilterte oder verkürzte Version von Play haben, die Titel, Person, Nähe und die Wiederholungen der Act-Elemente enthält. Und in einem Act-Element wollen wir den Titel haben und dann wollen wir die Scene-Elemente in einem Scenes-Container unterbringen. Und jedes Scene soll nur den Titel übernehmen und sonst nichts. So, und das können wir jetzt hier an diesem Beispiel mal nachverfolgen, wie man das realisieren könnte. Dadurch, dass man praktisch für die einzelnen Elemente Templates aufschreibt, die dann möglichst nur für dieses Element definieren, was zu tun ist, und den Rest dann an andere Templates und an andere Elemente delegieren. So, jetzt haben wir also hier als Einstieg für den Wurzel-Document-Knoten das Template, das nichts Besonderes ausgibt, sondern nur für die Kind-Elemente jetzt weitere Templates aufruft. Für den Document-Node, für diesen Slash-Wurzel, Knoten haben wir natürlich nur ein einziges Kind-Element, nämlich das Play großgeschrieben. Und da haben wir jetzt eine eigene Regel für, die sagt, was soll denn dafür passieren? Ich möchte dann, dass dieses Play-Element nicht selber übernehmen, sondern ersetzen durch ein kleingeschriebenes Play. Gut, und dann gebe ich die Kontrolle weiter, dann sage ich, okay, was soll da jetzt für die Kind-Elemente von diesem Play? Was sollen denn, dafür sollen jetzt die Regeln aufgerufen werden? Und die muss ich jetzt natürlich auch definieren. Wenn wir jetzt nochmal in unsere Eingabe zurückgehen, dann sehen wir, okay, als Kind-Elemente von dem Play habe ich das Title, das will ich übernehmen. Dann habe ich hier diesen Crush, den will ich unterdrücken. Und dann habe ich diese Personae-Section, die ich auch ein bisschen umstrukturieren möchte. Also gucken wir mal, was passiert jetzt hier mit diesem Crushed speziell. Also gucken wir mal mit dem Title und dem FM-Element erstmal. Gut. Ups, das ist die Ausgabe. Hier ist das Programm. Gut. Für Title habe ich da jetzt eine Regel, die sagt Match Title. Habe ich nicht. Ich habe etwas Personae-Title. Das ist ja ein Title innerhalb Personae. Aber ansonsten habe ich hier keine explizite Regel mit einem Match-Element, die etwas angibt. Und dann gilt hier diese Default-Regel für beliebige benannte Elemente. Was wird da gemacht? Da wird das Element selber nach außen kopiert und dann wird innerhalb dieses Elements dann das Apply Templates wieder aufgerufen. Das heißt, für das Title-Element wird dann diese Default-Regel zutreffen und dann wird der Inhalt von dem Title, auf das wird dann das Apply Templates aufgerufen. Was ist jetzt der Inhalt von dem Title? Das ist ein Textknoten. Und da gibt es dann auch eine allgemeine Regel, die sagt, okay, für Textknoten, da kopiere ich einfach den Inhalt nach außen.
Und damit haben wir dann das Title so behandelt, wie wir es wollten. Sieht man dann auch hier an dem Ergebnis, dass der Textknoten da einfach nach außen gegeben ist. So, dann hatten wir hier diese Elemente, die ich nicht haben will, in dem FM-Container. Wie ist das jetzt gehandhabt? Da haben wir hier eine Regel, die auf FM und einige andere Elemente zutrifft und die sagt, mach gar nichts. Das heißt, das FM-Element wird keinen Beitrag in die Ausgabe liefern und es wird auch nicht auf die Kind-Elemente von dem FM-Element geguckt. Das heißt, das wird einfach hier geschluckt, so wie wir das in der Ausgabe auch haben wollten. Da ist das eben nicht mehr vorhanden. Dann schauen wir, was machen wir denn jetzt hier mit unseren Personennähe-Elementen. Da wollen wir das Title eigentlich nicht haben. Das ist ja eine Nullnummer, dieses Dramatis Personae. Das sagt keine spezielle Information. Und dann wollen wir auch diese ganzen Container nicht haben, diese P-Groups und deren Beschreibung. Wir wollen einfach nur die Personennähe-Elemente ausgeben. Wie kann man das jetzt ausdrücken? Gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe es jetzt so realisiert, dass ich für Personennähe selber keine eigene explizite Regel habe. Das heißt, da wird diese Default-Regel dann zugreifen, die das Personennähe-Element nach außen schreibt und dann die Kind-Elemente betrachtet. So, was ist jetzt mit den Kind-Elementen? Das ist erstmal das Title-Element, das innerhalb von Personennähe vorkommt. Und dafür gibt es eine explizite Regel, die sagt, tue nichts. Also das wird unterdrückt. Dann haben wir die Personennah-Elemente. Für die gibt es auch keine explizite Regel. Das heißt, die werden einfach mit dieser Default-Regel auch wieder nach außen kopiert, einschließlich ihres Textinhalts. Das passiert dann hier, so wie es eben bei dem übergeordneten Titel auch war. Und dann haben wir noch diese P-Group-Sachen. Da unterdrücken wir das P-Group-Element selber, aber wir übernehmen die Inhalte. Da sind ja dann noch Persona-Elemente drin, die wir übernehmen wollen. Das heißt, hier haben wir dieses XSL-Applied-Templates. Dann gab es aber innerhalb dieser P-Groups auch noch andere Dinge, die wir nicht haben wollen. Dieses Group Description zum Beispiel. Und das ist dann auch hier in der Liste der Elemente Group Description, die keine Ausgabe produzieren. So, dann haben wir also damit hier jetzt diese Ausgabe von dem Personennähe wahrscheinlich so definiert, wie wir es haben wollten. Dann können wir uns jetzt um die Akte kümmern. Da wollen wir die ja umbenennen in klein Act jeweils. Und dann soll ein Act-Element den Titel behalten und dann die Szenen-Elemente in den Scenes-Container gruppieren. Und dann sollen die Szenen-Elemente aber dann auch nochmal sehr zusammengekocht werden, nur ihren Titel enthalten. Wie drücken wir das jetzt aus? Okay. Wir haben also jetzt hier eine spezielle Regel für Act. Die wird aufgerufen durch das Apply Templates innerhalb von Play. Also die kommt irgendwann dran und dann wird hier definiert, was sollen sie denn tun? Sie soll also einen neuen Container generieren, Act kleingeschrieben. Dann soll sie das Title-Element bearbeiten. Das passiert dann, weil es keine explizite Regel gibt, wie eben auch schon über dieses Default, einschließlich des Defaults für den Text, wird er dann nach außen gegeben. Und dann wollen wir die Scene-Elemente gruppieren. Das heißt, wir haben hier einen neuen Container Scenes und darin rufen wir jetzt nicht beliebige Kind-Elemente auf, sondern eben nur die Scene-Unterelemente. Und was passiert dann mit denen? Die wollen wir dann hier ein bisschen reduzieren. Was machen wir jetzt hier für Scene?
nichts Explizites. Da greift dann auch wieder hier dieser Default, dass das Scene-Element erstmal nach außen gegeben wird. Aber das Scene-Element selber, das hat dann nochmal Title als Unterelement. Das wird behandelt wie eben auch. Das wird also nach außen gegeben. Aber alle anderen Unterelemente, die Scene noch haben könnte, die stehen hier in dieser Liste und die werden dann also auch unterdrückt. Dann sollte das also insgesamt hier bei einem Akt den Titel noch enthalten, dann den Scenes-Container und dann für jedes einzelne Scene-Element nur noch den Titel übergeben. So, das ist jetzt also das, was wir haben wollen und das führen wir jetzt mal aus für unser Eingabedokument. Nehmen wir tatsächlich nur diese Filter, dieses Filter-XSLT-Programm anwenden und dann sehen wir, dass hier das, was wir haben wollten, auch genau rauskommt. Das ist also jetzt nochmal reproduziert von der Eingabe, die wir hier bearbeitet haben. Okay, gut. Also was ist jetzt die Quintessenz von diesem Push-Prinzip, wo also verschiedene Templates miteinander kooperieren? Die Templates selber sagen, für welche Elemente sind sie zuständig. Also dieses ist für Play zuständig, dieses ist für Title innerhalb Personae zuständig, das ist für P-Group zuständig, das ist für Act zuständig, das ist für alle die Elemente zuständig, die hier mit Oder verbunden sind. Und dann gibt es noch Templates, die Default sind, wenn es keine spezifischere Regel gibt, zum Beispiel für Stern. So. Und diese Templates, die rufen sich jetzt gegenseitig auf, die interagieren jetzt miteinander. Die ganze Bearbeitung fängt mit dem Template für den Document Node an und der sagt, okay, ich rufe meine Kind-Elemente und für die sollen bitte Templates angewendet werden. Die Kind-Elemente sind jetzt in dem Fall nur eins, dieses Play-Element. Und was sagt die Regel für das Play-Element? Ich möchte einen Play-Container kleingeschrieben jetzt ausgeben in die Ausgabe und dann rufe ich alle meine Kind-Elemente auf und für die sollen bitte Templates angewendet werden. Da muss man halt in der Eingabe gucken, was sind das jetzt für Kind-Elemente, die da vorkommen können. Und da haben wir dann gesehen, dass wir da einige als Defaults behandeln wollen, zum Beispiel Title, dass wir andere unterdrücken wollen und dass wir andere rekonstruieren wollen, so wie dieses Personae und dann letztendlich auch die Akte, die da drunter sind. Ja? Und dafür haben wir dann jeweils wieder entsprechende Regeln, entweder explizit oder es greifen die Default-Regeln. Also für das Title-Element innerhalb von Play zum Beispiel gibt es keine explizite Regel, sondern da gilt dann hier diese Default-Regelung, dass Title nach außen gegeben wird, dann die Kind-Knoten von Title betrachtet werden und das ist dann nur der Text, der dann auch nach außen gegeben wird. Ja, und so rufen sich diese Templates wechselseitig auf und tragen dann in Kooperation sozusagen zur Produktion der Ausgabe bei. Jetzt gehen wir noch mal kurz zu den Folien zurück. Ich habe also jetzt hier nur dieses eine Beispiel Filter XSL Ihnen tatsächlich auch gezeigt. Der nächste Schritt ist jetzt eigentlich noch mal eine Vereinfachung dieses Push-Prinzips. Wenn man das nämlich jetzt in Reihenform betrachtet, da hat man eine ganz regelmäßige Struktur, dass man ein einziges Template für den Slash, für den Dokumentknoten hat und dann ein einziges Template pro Elementname. Und jedes dieser Templates schafft dann ein Ergebnissklett mit Literal Result Elements und ruft dann an einer einzigen Stelle XSL Apply Templates auf, aber auch nur
für die Kindknoten, also ohne dass da ein explizites Select dann nochmal dabei steht. Und Textknoten werden unmodifiziert übernommen. Was passiert dann mit einem solchen Programm sozusagen? Der XSLT-Prozessor geht dann praktisch steps first durch die Elemente in dem Eingabedokument durch, guckt für jedes Element, was gibt es denn da für eine Regel, was ist da das Ergebnis-Clap mit Literal Result Elements und wird dann durch dieses XSL Apply Templates, dieses einzige, auf die Kind-Elemente weitergeleitet. Das heißt, es macht es, arbeitet dann mit diesem Depth-First-Durchgang weiter, bis dann irgendwann ganz unten ankommt auf der Ebene von Textknoten oder von leeren Elementen und da bricht die Verarbeitung dann ab mit dieser unmodifizierten Übernahme von Textknoten. Okay. Und da habe ich jetzt auch noch mal ein Beispiel für. Genau, das sind dann diese Charakteristika. Da kommen wir dann nachher nochmal zurück. Gut, also gucken wir nochmal auf das Beispiel zum Rename Play. Das brauchen wir nicht mehr, das auch nicht. Hier ist das Rename Play. So, das hat jetzt nur die einzige Aufgabe, dass dieses großgeschriebene Play-Element kleingeschrieben nach außen gegeben wird. Das heißt, diese eine Regel ist jetzt sozusagen durch dieses Push-Prinzip in Reihenform genau abgedeckt. Und was passiert jetzt mit den anderen Elementen? Da haben wir jetzt keine explizite Regel für, aber dafür haben wir hier ein Import von Regeln dafür. Das heißt, hier wird das Copy XSL importiert und das sagt jetzt, was passiert für die anderen Elemente. Das sagt also, gibt die Regel an für das Wurzelelement. Da soll als das Klett ist leer, da wird nichts extra ausgegeben. Stattdessen werden nur die Kindelemente aufgerufen und die Kindelemente können jetzt eben Play sein, dann greift diese Regel, das ist jetzt auf der Ebene unter dem Einstiegselement natürlich so der Fall, Einstiegsknoten so der Fall. Aber für die weiteren XSL Apply Templates, für die Elemente, die jetzt da aufgerufen werden, da wird jetzt diese Default-Regelung hier angewendet. Das heißt, das Element selber wird nach außen kopiert und dann nach Push-Prinzip in Reihenform wird XSL Apply Templates aufgerufen. Und für alle anderen Elemente gibt es jetzt keine expliziten Regeln. Das heißt, da gilt dann auch diese Sammelregel, die genau diese Wirkung hat. Nur die Ausgaben, die Ausgabeelemente werden, die Elemente werden ausgegeben, so wie sie da stehen und dann XSL Apply Templates wird aufgerufen, rekursiv für die Kindelemente. Und sobald man dann auf der Textebene ankommt, greift dann diese Regel, die dann den Textinhalt nach außen gibt. Und das heißt, wenn wir das jetzt hier anwenden auf unser Eingabedokument, Rename Play heißt das Programm, dann kriegen wir halt das ganze Ding, so wie es ist, wörtlich in die Ausgabe kopiert, mit Ausnahme dieses obersten Elements, das nach Klein Play umgenannt worden ist. Das kann man dann auch noch ein bisschen verallgemeinern, dass man jetzt nicht nur dieses eine umbenennt, sondern alle Elemente und dann kann man das dadurch realisieren, dass man sagt, okay, für alle benannten Elemente habe ich nur eine einzige Regel,
die gibt jetzt als Literal Result Element nicht wirklich ein Literal Element, sondern etwas, was berechnet wird, raus, nämlich ein neues Element mit dem Namen, wo das aktuelle Element, der Name des aktuellen Elements in kleinen Buchstaben umgewandelt wird mit dieser XPath-Funktion. Und dann kann man eben das XSL Apply Templates nach dem Push-Prinzip in Reihenform auch wieder anwenden. Das heißt, hier haben wir praktisch so eine Sammelregel, die jetzt für alle Elemente etwas Elementspezifisches macht, nämlich die Elemente in Kleinbuchstaben, die Elementnamen in Kleinbuchstaben umzuwandeln, aber es ist in einer einzigen Regel sozusagen generisch definierbar. Und wenn wir das anwenden auf unser Eingabedokument hier, Rename All. Dann kriegen wir halt das gesamte Dokument so, wie es war. Nur halt alle Elementnamen sind jetzt in Kleinbuchstaben umgewandelt. So, dann gehe ich nochmal kurz zu den Folien zurück. Da haben wir also hier dieses Push-Prinzip in Reihenform, so wie wir es eben beschrieben hatten. Und hier haben wir dann nochmal die Charakteristika. Das definiert also dadurch, dass die XSL Apply Templates immer nur auf die Kindelemente, für die Kindelemente eine Bearbeitung anfordern, dadurch, dass da kein extra Select-Spezifikation angegeben ist in einem solchen XSL Apply Templates. Dadurch definiert es praktisch eine Depth-First-Navigation durch das Eingabedokument. Für jedes Element wird potenziell irgendwas angegeben, was in die Ausgabe übernommen werden soll. Und dann wird dieser rekursive Schritt sozusagen angewendet. Was man auf die Weise erhält, ist, dass man ein solches Programm sehr leicht erweitern kann. Also wir hatten ja gesehen, oft hat man einfach für normale Elemente dann die Default-Bearbeitung, wo das Element in die Ausgabe übernommen wird und dann wieder die Delegation an die Kindelemente vorgenommen wird. Und nur bei den Elementen, wo man das nicht will, wo man also eine Ausnahmebehandlung haben will, da kann man dann sagen, okay, gut, ich gebe eine extra explizite Regel an, die sagt, was in dem Fall denn passieren soll. Ja, und deswegen ist diese Bearbeitung sehr leicht erweiterbar. Wenn man zum Beispiel auf einmal Dokumente bearbeiten will, die noch weitere Elemente enthalten, die man vorher nicht bedacht hat, dann kann man einfach für diese Elemente ein neues Template hinzufügen und sagen, okay, was soll denn für die passieren? Und dann werden die automatisch aufgerufen durch das XSL Apply Templates in den anderen Regeln. Natürlich muss dann auch diese Regel dann je nach Bedarf dann das XSL Apply Template selber auch wieder verwenden. Man hat dann praktisch eine sehr große Ähnlichkeit zwischen der Eingabe- und Ausgabestruktur. Manchmal ist vielleicht ein Element durch mehrere Elemente ersetzt oder ein Element wird unterdrückt, aber die Unterelemente werden entsprechend übernommen. Und das ist dann geeignet für narrative, textorientierte Dokumente mit unbegrenzter Tiefe. Das war jetzt also dann nochmal eine Vereinfachung des Push-Prinzips, das allgemeine Push-Prinzip, so wie wir es in dem ersten Filterbeispiel gesehen haben, besteht dann darin, dass man eine Sammlung von Templates hat. Durch das Attribut Select bei XSL Apply Templates kann man dann den rekursiven Aufruf des XSLT-Prozessors steuern, indem man sagt, für welche Elemente möchte man denn jetzt eine weitere Bearbeitung haben, hier mit dem Select-Attribut. In dem Push-Prinzip in Reihenform, da muss man das Select-Attribut nicht angeben und dann ist eben die Default-Wirkung, dass man auf die Kindelemente geht. Dann kann man auch in diesem Push-Prinzip
mehrere Durchgänge durch ein Dokument möglich machen. Zum Beispiel einfach das, dadurch, dass man mehrere XSL Apply Templates aufruft oder dass man Modi benutzt, ist dann jetzt noch eine Sache, die wir nicht wirklich betrachten werden. Oder dass man Modi benutzt. Das ist die Möglichkeit, die jetzt hier noch angedeutet ist, ohne dass wir die genauer besprechen werden. So, dann sind wir jetzt mit dieser Einheit zu Ende. Und ich habe jetzt aber doch so viel Zeit verwendet und auch dann nochmal einen Neuanfang gemacht bei einer Einheit, die nicht so gut gelungen war, dass ich die letzte Einheiten, die letzten beiden Einheiten, die wichtigste mit dem Prozessmodell, dass ich die erst morgen machen werde. Gut, da sehen wir uns dann morgen dann nochmal wieder oder wann immer Sie dieses Video dann angucken wollen. Danke erstmal für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht nehmen Sie ja doch dann die Gelegenheit, war jetzt erstmal in W3 Schools sich noch ein bisschen mehr mit der Praxis zu beschäftigen, bevor Sie sich dann die systematische Erklärung des Prozessmodells antun, die dann als nächstes in diesen Videos kommt.